Hallo, heute basteln wir uns aus einem alten Laptop-Screen einen externen Monitor. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe hier ein noch funktionierendes Display von einem alten, defekten Laptop. Er hat ein mattes Display, aber keine Full-HD-Auflösung. Aber für den Einsatzbereich, den ich für ihn vorgesehen habe, reicht das allemal aus. Wie ihr seht, habe ich den Bildschirm bereits vom Laptop getrennt. Kann euch also nicht mehr zeigen, wie das Ganze auseinandergenommen wird. Ist aber sowieso bei jedem Laptop anders. Deshalb empfehle ich für euren Laptop ein Disassembly-Video auf YouTube zu suchen. Manchmal verstecken sich Schrauben unter Plastikknoppen und manchmal ist alles nur geklippt. Einfach behutsam bei der Demontage vorgehen und vorsichtig ausprobieren. Hier waren an den Ecken 4 Schrauben unter Plastikknoppen versteckt. Diese habe ich entfernt und die Schrauben rausgedreht. Der Rest ist hier nur noch geklippt. Einfach immer behutsam vorgehen, damit das Display keine Kratzer kriegt. So, die obere Abdeckung ist nun entfernt. Jetzt sehen wir, wie der Monitor innen befestigt ist. Er ist hier am Rahmen angeschraubt, welcher das Ganze stabilisiert. Nun müsste ich den Rahmen vom Deckel entfernen, damit ich wiederum den Bildschirm vom Rahmen entfernen kann. Glücklicherweise ist das alles bereits geschehen. In den meisten Fällen führen mehrere Kabel zum Bildschirm oder in die obere Abdeckung. Das können Kabel für die WLAN-Antennen, die Kamera, für die Mikrofone, den Bildschirm selbst oder für die Stromversorgung sein. Hier haben wir nun den Bildschirm. Angeschlossen daran ist nur noch die Stromversorgung. Das Datenkabel zum Bildschirm habe ich bereits entfernt. Das ist eigentlich alles, was wir für die Weiterverarbeitung benötigen. Ich habe jedoch vor, nach dem Umbau die Abdeckung wieder anzubringen. Deshalb werde ich diese noch aufbewahren. Wir haben hier also den Screen, aber mit Strom alleine können wir den Bildschirm nicht betreiben. Wir benötigen noch ein Controllerboard. Wo kriegen wir das her? Von unseren Freunden aus Fernost. Auf der Rückseite des Panels gibt es eine Modellnummer. Diese, wie auch die Versionsnummer, benötigen wir für die Suche. Wir gehen also mal auf AliExpress und geben bei der Suche Controllerboard und anschließend die Modell- und Versionsnummer ein. Und schon erscheinen zig Angebote. Das Durchstöbern kann beginnen. Ich hätte jedoch gerne ein Controllerboard mit einem HDMI-Anschluss. Deshalb gebe ich bei der Suche zusätzlich noch HDMI ein. So, ich habe ein Controllerboard gefunden, welches mir gefällt. Dann werde ich das mal bestellen. Bestellung ist ausgelöst, jetzt heißt es warten. Dauert wahrscheinlich ein paar Wochen. Ich melde mich zurück, wenn alles angekommen ist. Bis dahin wünsche ich euch... Oh Mann, wer stört denn jetzt wieder? Amazon! Ja, das ging ja mal schnell. Super Service. Dann können wir ja gleich weitermachen. Wie ihr sehen könnt, besteht das ganze Controllerboard aus mehreren Komponenten. Schauen wir uns die mal einzeln an. Hier hätten wir mal ein Board für die ganzen Anschlüsse, also Stromanschluss, VGA, HDMI, die Composite-Anschlüsse, Cinch-Stecker, Kopfhörer, Mikrofon, einen USB-Anschluss und sogar noch einen TV-Anschluss. Für Analog-TV. Bin mal gespannt, was da noch für Sender reinkommen. Dann gibt es ein Board für die Bedienung, also ein Powerschalter, Kanalwechsel, Lautstärke, für das Menü und den Wechsler für das Eingangssignal. Dann noch ein zusätzliches Board für den LED-Indikator, das hätte man sicher auch anders lösen können. Noch ein separates Board für die Stromumwandlung. Und zu guter Letzt noch den Anschluss für den Monitor selbst. Mitgeliefert wurde auch noch eine Fernbedienung und Lautsprecher. Das Ganze ist ein bisschen Overkill, ein billigeres Board hätte es wahrscheinlich auch getan. Fangen wir also an zu basteln. Erstmal den Anschluss zum Monitor. Das Kabel ist hier sehr flach, also mit Vorsicht und Geduld vorgehen und den Stecker vorsichtig bis zum Anschlag reindrücken. Dann verbinden wir den Stromanschluss noch mit dem entsprechenden Board. Ja, das war's eigentlich schon mit den Anschlüssen. Was es jetzt aber noch benötigt, ist ein entsprechendes Netzteil. Irgendwoher muss der Strom ja kommen. Ich verwende in diesem Fall jetzt ein regulierbares Netzgerät.
So, wir sind bereit für einen Trockentest. Ich habe mal das VGA-Kabel zum Computer angeschlossen, wie auch den Stromanschluss. Wie man am LED-Indikator sehen kann, fließt der Strom. Schalten wir also mal ein. Ja, tatsächlich, wir bekommen ein Bild. Sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus, aber das werden wir noch regeln. Was ich jetzt noch vorhabe, sind die ganzen Boards hier etwas schlau auf der Rückseite des Covers anzubringen, so dass es einigermaßen nach was aussieht und nicht alles wieder gleich auseinanderfällt. So, Umbau ist abgeschlossen, alle Komponenten sind an der Rückseite des Covers angebracht, schalten wir mal ein. Wie ihr seht, leuchtet die LED hinten blau, wir sind gespannt. Bild ist da und die Auflösung stimmt auch. Hat aber etwas gedauert, da der Treiber von Windows erst aktualisiert werden musste. Hier noch die Rückansicht. Ich habe die Boards mal festgeschraubt, ein paar Löcher für die Kabel gebohrt und den ganzen Kabelsalat zwischen Monitor und Rückwand versteckt. Sieht doch aus wie frisch aus der Fabrik, nicht wahr? Ja, so baut man einen Laptop-Screen zu einem externen Monitor um. Nachmachen auf eigene Gefahr. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und tschüss! Thank you.